Jetzt kurz vor Mittagessen. Hab jetzt noch irgendwie 20 Minuten, um schnell das hinzupuschen. Wir haben 25. Februar. Ich habe jetzt die Gebirgsjäger bekommen. Aus irgendeinem Grund fehlt eine Division. Ich glaube, die Deutschen hatten 12 Torpedobomber, die durch meinen Abfangjägerschirm sind und haben mir eine Division versenkt, als sie runtergefahren ist. Das nehmen wir mal so hin. Auf jeden Fall haben wir jetzt statt 24, 23. Ich habe das jetzt komplett umgebaut, die Armee. Montgomery ist im Grunde genommen nicht mehr der Kommandeur von der Armee hier vorne. Das ist jetzt von der Roten. Der kriegt gleich alle Truppen, die. Nein, die kriegt halt die Masse, ist halt ein Feldmarschall und kein General, ne? Und dann nimmt er die Massetruppen, wenn ich die runterbringe, sobald die Invasion erfolgreich war. Und ansonsten haben wir jetzt hier vorne unseren Slim, unseren besten Kommandeur, der ja, also Ranger und so hat, aber Hillfighter hauptsächlich ist mein Ding, wo wir den haben wollen. Und die Hillfighter-Möglichkeit, habe ich gesagt, da gebe ich den Gebirgsjäger, das ist der Profi für jedes Gebirge, unsere Gebirgstruppe quasi. Und dann eben, hier habe ich jetzt Panzerkommandeure an die beiden vergeben, weil die halt hauptsächlich gepanzerte Verbände haben, ne? Damit die einfach da mehr Boni kriegen. Die müssen allerdings aufleveln noch. Die sind halt komplett noobisch, weil ich halt nicht mit dem Divisionsspam seit 39 spiele. Und das ist aber kein Drama. Wir machen das mit der Zeit. So, ja, hier vorne gerade eine Gegenoffensive. Ist ja funny. Ich sehe gerade, die haben irgendwann mal das Ding gelöscht. Ah, wahrscheinlich als ich den Kommandeur ausgetauscht habe, haben die das gelöscht. Und da habe ich jetzt nicht keinen aufgeladenen Battleplan. Egal. Offensive geht jetzt los. Wir laufen halt quasi so hoch. Und versuchen das dann hier zu holen und sichern das dann mit den Gebirgsjägern in zweiter Linie ab. Ist natürlich dumm, dass wir den ganzen Bonus jetzt verloren haben. So ist das manchmal. Und dann treffen die sich hier irgendwie. Und die Gebirgsjäger, die wie gesagt, die marschieren dann so langsam hinterher. Unten und oben. Und sichern alles. Go, go, Freunde. Wir haben auch eine Atombombe fertig, brauchen wir aber so ein komisches Flugzeug für. Bin ich gerade am Tekken, aber es, also es ist eigentlich schon fertig getaggt, aber ich tecken ein besseres Modell, aber ich weiß eh nicht, ob ich die verwenden will. Paris wurde auch eben von den Amis gebombt, mit der Atombombe. Da ist jetzt nur noch ein Stück Asche. Haben sie sich ja drüber gefreut, die Franzosen. So, go, go, go. Ja, wir rücken halt jetzt hier durch. Also der Durchbruch, da habe ich auch nie einen Zweifel dran gehabt, dass das passiert. Die Frage ist halt nur, können wir den Durchbruch connecten, dass der Gegner komplett abgedingster ist? Und können wir den auch halten so lange, ne? So, überrannt, das heißt direkt ausgelöscht, die Gegner. Wie lange sind die eigentlich mit dem Kommandeur und dem neuen? 6,1. Aha. Ist halt von dem Boss wahrscheinlich. Die 0,1. In jedem Fall rushen die da durch und töten alles auf ihren Weg. So wie das auch sein soll. Und die Gebirgsjäger, die gehen das jetzt hier halten. Ja, ist halt alles Gebirge, ist eine feine Sache. Vom Nachschub wird das wahrscheinlich nicht lange halten. Wir müssen einfach mal gucken, dass wir zwischendurch mal den einen oder anderen Hafen mit erobern. So. Die marschieren auf jeden Fall darunter. Ich könnte ihnen, glaube ich, auch schon sagen, sie sollen einfach eine Linie bilden. Ne? Das müsste doch eigentlich automatisch dann gehen. Wenn ich hier so eine Fallback-Line mache. Ich weiß ja jetzt schon, dass ich da am Fluss die Jungs stehen haben will. Die eine Hälfte hier. Ich weiß nicht, ob das dann aktualisiert da unten. Und die andere Hälfte dann hier. Einfach mal ausprobieren. Ist ja nicht verkehrt, wenn das funktionieren würde. Würde ich mal ein bisschen dicker machen. Gucken wir mal, ob das geht. Also jetzt hier den Sektor obere, wird die dann geupdatet hier oben, die Fallbackline? Erinnert er sich dann an den Befehl? Sonst muss ich die gleich löschen, weil er sonst nie wieder da reingeht. Hat das jetzt länger gemacht? Ich glaube ja, ne? Das hat sogar geklappt. Obwohl, ob das klappt, weiß ich gar nicht, weil die 11. Division, die assigned sind, von denen gehen jetzt 0 nach rechts das bewachen. Eventuell klappt das doch nicht so. Normalerweise würden die gleichmäßig aufteilen. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass das nicht geht. Ich habe auf jeden Fall keine Zeit, jetzt hier nicht einzusetzen. Das scheint gerade verbuggt zu sein. Vielleicht wartet ihr auf volle Orga, bevor er da hingeht, aber das macht ja auch keinen Sinn. Schick jetzt einfach mal ein paar Leute da so durch und guck mir nachher an, ob der den Rest automatisch steuert. Vielleicht, wenn die volle Orga haben. Gut, also der Durchbruch, der ist auf jeden Fall auf beiden Seiten erfolgreich gewesen. Die Backline wird jetzt hoffentlich ordentlich gesichert. Einer von denen sollte halt hier bleiben und das ganze Spiel halt absichern. Aber das mit diesem Strichding scheint irgendwie. Doch, jetzt macht das. Jetzt tut er alle Einheiten verteilen da drauf. Okay, das hat der wahrscheinlich wirklich auf die Orga gewartet, bevor er einen Befehl ausführt. Ja, dann läuft das ja. So, wir haben den Cut-Off gemacht. Ast rein. Beide Panzersperrheads sind angekommen mit den Bonuskommandeur-Speed-Zeugs und so. Wir haben jetzt einen Riesenkessel in Spanien. Die Gebirgsjäger müssen das jetzt halten und die Panzer sind jetzt eigentlich frei, um. Ich brauche die eigentlich gar nicht mehr, könnt ihr verschrotten. Nee, Quatsch. Ja,
Ich würde sagen, wir helfen es einfach, die Linie zu halten. Also ganz offensichtlich funktioniert das ja hier einwandfrei. Die verteilen sich da auch. Wir könnten halt ein, zwei Häfen noch erobern für den Nachschub nochmal, die Flughäfen clearen. Ja, also hier vorne dahin gehen und zwei gehen zu dem Flugplatz. Das tut ja nicht weh, wenn man das sichert. Den richtigen angeklickt. Machen das hier ein bisschen breiter. Auf beiden Uferseiten mal einen Stützpunkt holen. Also, wir haben auf jeden Fall zu wenig Nachschub hier. Da kommen schon die deutschen Panzer, sehe ich gerade. Müssen wir da vielleicht auch mal drauf reagieren. Vielleicht von den sieben. Kriegen wir den auch mal nach da unten. Ja, also wichtig wäre halt, das jetzt nur zu halten. Das wäre der Auftrag der Panzer. Aber ich traue diesen Strichgeschichten noch nicht so hundertprozentig. Ja, aber sieht auf jeden Fall so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wir können jetzt hier auch schon mal anfangen, daran zu arbeiten. Moment. Fall in. Zack. Hier schon mal einen Mini-Cut-Off machen. Ein bisschen Stress machen, kann ja nicht schaden. Ich weiß gar nicht, ob die Geräte da durchschieben, wenn das ein Cut-Off ist. Na, jeden Tag so die 10% normalerweise versorgen die. Ich habe mal nachgeguckt und ich weiß halt nicht, ob die jetzt auch ins Flugzeug kommen. Ob die, wenn die Cut-Off ist, ob die keine Versorgung mehr kriegen, wenn ich jetzt hier angreife, dass die halt, ne? Was tot ist, ist halt tot quasi, nach dem Motto. Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Lassen wir mal das Flussufer ein bisschen gleichmäßiger holen. Da sind die deutschen Panzer. Die Infanterie kommt ja gleich und da können wir mit dem Panzer tatsächlich auch ein bisschen weiter ins Landesinnere jetzt fahren. Einfach mehr Fläche abdecken. Fläche ist auch Sicherheit irgendwo. Da nochmal einen hin. Direkt auslöschen, die Jungs. Kaboom, sagt er. Auf die andere Uferseite gehen. Das sieht aber eigentlich gut aus, weil wir haben beide Uferseiten gleich unter Kontrolle. Wir haben die Hoheit den Panzern und Flugzeuge. Also scheint ein ganz solider Rush gewesen zu sein. Apropos, die einen Flugzeuge da oben haben noch einen Tag Tech gebraucht. Ne? Ich rush die auch gerade. Gleich haben wir alle Flugzeuge zur Verfügung. Aber ich sehe nicht, dass wir da wirklich viel mitmachen. Außer die taktischen Bomber, die über die ganze Map fliegen, können wir vielleicht benutzen. Gerade wenn wir nochmal in Helgoland Krieg führen wollen. Verteilen jetzt die Infanterie gleichmäßig? Das sieht so aus, oder? Die marschieren so kontinuierlich jetzt in diesen Strich hoch. Wurden die vorne auch von denen aufgehalten, von den Verstärkungen? Überrannt, sehr schön. Das ist halt das Hauptproblem, wenn er es zu langsam macht, ne? Dass wir euch immer wieder stoppen und Verstärkung von allen Seiten ranholen. Aber die sind jetzt schon am Hungern quasi da drin. Und ich habe vom Zeitfaktor haben wir wirklich gut gerusht hier. Sehen wir schon Einfluss darauf bei seinem Nachschub? Das sind meine Jungs, die keinen Nachschub haben. Interessant. Sind zu viele Truppen in dem Bereich halt. Ja, wir können natürlich das jetzt auch versuchen zusammenzudrücken, um die einfach zu töten, bevor die den Nachschub verlieren. So, hier vorne ist ganz nebenbei auch schon zu. Dann können wir die schon mal töten. Und dann können wir echt überlegen, mit der Truppe hier unten komplett vorzurücken. Ich würde jetzt gerne alle Einheiten, die hier unten sind, markieren, die nicht zu den anderen beiden da gehören. Könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Weil ich würde die dann Montgomery geben. Also eigentlich könnte ich auch den geben, damit die jetzt aufleveln. Das macht noch mit am meisten Sinn. Ja, überstellen wir die, die hier vorne sind, an die neuen Kommandeure. Dann kriegen die jetzt Erfahrung dadurch, wenn sie die einsetzen. Müssen wir die her nur wieder rausnehmen. Das sind eigentlich Panzerkommandeure. So. Können wir gleich gucken, ob wir da vorrücken wollen. Jetzt erstmal hier oben weiter gucken mit den Panzern. Rushen wir noch hier durch. Noch haben wir halt Oberwasser. Das wird halt in absehbarer Zeit, wird sich das wahrscheinlich ändern. Gucken wir, ob ihr es an den Flugplatz schafft. Und vielleicht sogar an den Bordeaux-Hafen. Da ist der andere Flugplatz, wo wir da hinrushen könnt. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht viele Schlachten hier im Gebirge führen. Also alleine hier durchfahren ist eigentlich schon nicht so dolle. Da müssen wir mal gucken, was wir da hinbekommen. Im Moment ist einfach nur, wenn ich es erobert habe, kann er nicht mit der Eisenbahn durchfahren. Das ist so die Idee dahinter, ne? Und er bringt sicher mit der Eisenbahn gerade massiv Truppen ran, würde ich vermuten. Und da will ich halt so viel Schienen wie möglich rausreißen, wenn ihr so wollt. Gucken wir mal, ob das geht. Kannst du das schon angreifen? Mal gucken, ist ja nur einer. Er hat ja auch keine Truppen und gar nichts. So, sieht eigentlich hier solide aus. Overrun und wir vernichten die halt, ne? Weil gerade mit dem Panzerkommandeur fahren wir halt drüber. Da brauchen wir nicht mal. Also, wir brauchen anscheinend ja noch nicht mal umzingeln. Wir müssen einfach nur angreifen und vernichten die beim Überfahren. So, machen wir es hier mal vollständig.
Da unten, die haben wir jetzt auch alle ausgelöscht. Dann würde ich jetzt gucken, dass wir die Front, da oben sind auch noch ein paar, dass wir die jetzt hier, vielleicht die KI das machen lassen. Die kann das bestimmt noch versauen, aber gucken wir mal. Vielleicht schafft sie das ja. Die eine Hälfte ist halt quasi hier, Offensivlinie. Geht noch dahin, sonst vergessen die das wieder. Und die blaue Truppe, ja, die kann ich jetzt nicht dafür machen. Da müssen wir die hier unten manuell gleich angreifen lassen. Beziehungsweise ich kann das schon machen, man kann das ja hier unten, kann man das ja assignen. Sind zwei Farben, sagst du? Jetzt geht das. Genau. Und die sollen einfach beide aggressiv angreifen, einfach um Erfahrung zu sammeln. Darum geht es hauptsächlich. Für den Kommandeur Erfahrung muss ich vielleicht hinzufügen. Die Truppen werden wahrscheinlich hier eventuell auch Erfahrung sammeln, aber es wird halt durch die schwachsinnigen Angriffe und die Attrition im Gelände eventuell sich ausgleichen. Mal gucken. Bordeaux brauchen wir gar nicht angreifen, sehe ich gerade. Das ist zu stark befestigt und eingegraben. Da müssen wir keine Einheiten für opfern. Aber wir können hier zumindest am Fluss weiter langfahren. Und einfach ein bisschen Stress machen. Wie gesagt, die Schienen quasi rausreißen. Ne? Das wäre die Idee, solange der Kessel hier noch zugedrückt wird von der anderen Seite jetzt. Go, Jungs. Ich würde sagen, das war eine Bilderbuchkampagne. Das hat gut funktioniert. Wir können jetzt hier vorne das auch ausmachen und dem die Front auf der anderen Seite geben. Und dann kann der Slim, das ist nämlich der Slim mit den Gebirgsjägern, kann jetzt quasi. Das richtig gemacht? So rum. Kann jetzt von der anderen Seite drücken. Und dann sollten die. Das sieht jetzt nach Chaos aus, aber eigentlich ist das von beiden Seiten jetzt an. Kann der Slim da durchgehen. Wobei der braucht eigentlich keine Erfahrung sammeln, der kann das ein bisschen vorsichtiger machen. Das Leben hat ja schon maximale Erfahrung. Die Truppe will ich jetzt nicht opfern, die sollte besser aufleveln. So, und jetzt müsste das eigentlich hier eine Zitronenquetsche werden. Hier werden noch ein paar Schienen rausgerissen, unten haben wir den Hafen geholt. Die kriegen wir noch kaputt, die paar Jungs. Da können wir auch direkt reinfahren wahrscheinlich. Aber dann zieht, wenn ihr den in den Rückzug zwingt, kriegt ihr glaube ich 10-20% Speedbonus. Ich weiß nicht, ob die ihn da überfahren wegen dem Wald und so. Und wenn euer Template auch irgendwie ein paar Prozent verloren hat, wird es auch langsamer. Und da lassen wir das mal. Wir gucken mal, wie weit wir hier oben reinfahren können. Ich hätte echt gedacht, dass jetzt hier schon ein paar Deutsche sind. Also die Truppen haben sie halt, ne? Bis 1000 Divisionen könnte ich jetzt erwarten. Einfach mal gucken. Also wenn da nichts ist, dann. Ich mache so viel kaputt, wie irgend geht, weil wenn es einfach genug Zeit gibt, die auszulöschen und mich dann irgendwo einzugraben, entweder hier oder hier nachher. Also ich nutze das, ne? Solange der Deutsche mich das machen lässt, dann nutze ich das. Es kostet mich zwar ein paar Fahrzeuge, diese Durchfahraktion, vermute ich mal. Na hier, 4%. Aber das ist mir definitiv wert dafür, dass wir jetzt hier die Front extrem verkürzen können. Bin mal gespannt, wann er reagiert mit Verstärkungen. Er dürfte eigentlich gar nicht busy sein. Also klar, hier oben hat er ein paar Truppen, ne? Hauptsächlich Japaner, wo immer die auch wieder herkommen ohne Gerät. Aber eigentlich müsste er hier Truppen hinfahren können. Gerade bei 1000 Divisionen habt ihr die immer irgendwo frei. Noch engagieren wir keine größeren Verbände. Ja, lass mal gucken, dass wir die jetzt alle da irgendwie vielleicht zusammenziehen. Einfach rein, Hauptsache Bewegung. So. Und hier quetschen die weiter, ne? Die Gebirgsjäger sollten aber schon mal langsam angreifen. Also eigentlich sollten die stark genug sein. Das ist doch ein bisschen sehr vorsichtig, gerade weil die ja. Der Gegner dürfte ja eigentlich gar keinen Nachschub mehr haben, ne? Kann man mal so einen Kampf gerade sehen? Hier. Da die deutsche Armee ohne Anführer, die ist schon weggegangen, low supply. Ich weiß nicht, warum der. Das ist doch zu vorsichtig. Lassen wir ihn vielleicht mal richtig Druck machen. Also richtig erfolgreich ist das nicht, aber die Flugzeuge kommen ja auch noch dazu. Wir haben ja hier Close Air Support. Da sieht man ja den ganzen Spam, Jäger und so. Ich hoffe, wir haben genug Close Air Support im Einsatz, weil jedes Kampfgebiet kann halt ein paar hundert von denen reinziehen. Und da müssen wir natürlich auch entsprechend tausend oder so im Einsatz haben. Vielleicht sogar mehr, je nachdem, wie es hier aussieht. So, ist aber gleich vorbei. Gut, hier oben kommt jetzt die Armee. Ne? Da habe ich mir gerechnet. Okay. Das heißt, jetzt ist wahrscheinlich Zeitpunkt, wir sind auch mit der Eisenbahnzelle gekommen, die Truppe auf eine sichere Linie zurückzuziehen, nicht hier vorne die Orga kaputt zu machen. Wir haben, glaube ich, genug gesichert. Ich muss jetzt ein bisschen abschätzen, wie schnell unsere Truppe wohin kann. Und ich denke, ich hätte super gern die Flughäfen hier vorne noch, wobei die sind eigentlich winzig, ne? Aber es sind halt Flughäfen-Spots. Ich würde super gern eigentlich hier eine Defense-Linie aufziehen, nördlich von den Flughäfen, wie wir die einfach haben.
Dann haben wir nämlich vier Flughäfen in dem Bereich und er hat quasi null oder vielleicht ein oder zwei. Ich weiß nur nicht, ob er schnell genug dahin kommt. Ist das Deutsch? Ja. Okay. Stadt wäre natürlich auch nett zu halten. Ich rush jetzt einfach mal dahin. Wir könnten auch schon die ersten Infanteristen überlegen, dahin zu schicken, da im Norden. Dass sie da einfach aushelfen. Können ja mal gucken, wie weit die das vielleicht schaffen. Eigentlich wäre es besser, wenn wir die. Also eigentlich bräuchte ich die Gebirgsjäger ja gar nicht mehr da reinzudrücken, ne? Wenn wir die jetzt vielleicht erstmal hier aufstellen, weil die stehen halt nördlich, dass die, dass sie zumindest schon mal eine Linie haben, dass sie mit der Eisenbahn schnell dahin fahren. Das macht, glaube ich, viel mehr Sinn. Konnte man nicht irgendwie alle Befehle von denen löschen mit irgendeinem Befehl? Diese Pfeile hier? Genau. So, dann würde ich nämlich jetzt hier vorne eine Fallback-Line machen. Ja, jetzt kommen die hier leider schon rüber. Ich glaube, die Flughäfen kriegen wir nicht mehr. Zumindest den da oben nicht. Oder wir können ihn nachträglich holen. Ich ziehe jetzt erstmal hier eine Linie, damit wir auf jeden Fall eine Linie haben. Da bitte mit der Eisenbahn hin, Freunde. Und die Panzer versuchen das für euch so lange zu halten. Ja, da vorne, das könnte ein Problem werden. Da braucht man mehr als einen. Die müssen nur so lange halten, bis die Gebirgsjäger kommen. Und die kommen auch mit der Eisenbahn, also ohne Orga. Da müssen wir ein bisschen dran denken. Hier Rückzugsgefechte führen. Go, go, Jungs, gebt mal Gas. Linie hält nicht ewig. Und hier wäre es mal Zeit, dass wir das auslöschen. Dass das hier einfach mal schnell geht. Die marschieren nach oben zum Teil. Also sind anders gedacht. Tension. Können wir hier einfach mal Gas geben. So, die Linie wird langsam etabliert. Eventuell schaffen wir die hier oben zu etablieren. Pack mal den Panzer mal da rein. Warte mit der Eisenbahn mal hin. Ja, vielleicht schafft man es wirklich einen nördlicher, die zu etablieren. Mal sehen. Habe natürlich jetzt im Detail nicht angeguckt, was da los ist, ne? Aber sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus im Moment. Können wir den auslöschen, die Pockets? Ist egal, go, go. Die sollen halt alle sterben. Ja, da kommen jetzt ganz viele neue Verstärkungen. Das wird jetzt voll. Ich glaube, wir haben unser Zeitfenster, in dem wir bewegen konnten, wirklich massiv erreicht. Das müssen wir schnell eingraben, die Truppe. Wahrscheinlich wäre es schneller, wenn ich es einfach von per Hand ziehe, weil der benutzt die Eisenbahn sporadisch nur. Vor der Front macht er sie an, hinter der Front marschiert er. Muss man einfach mal so akzeptieren. Ich habe keine Ahnung, warum der das so bescheuert macht. Er kann ja voll auf Front dann marschieren, gerne nochmal, aber ich fahre jetzt die meisten da mit der Eisenbahn erstmal hin. Go, go. So. Die Linie scheint trotzdem jetzt hier bemannt zu sein. Also, und da sieht das ganz gut aus. Den Flughafen haben wir auch. Das ist natürlich so ein Sektor, der kann von allen Seiten angegriffen werden. Das heißt, wenn wir das wollen, müssen wir echt überlegen, dass wir. Ja, die gehen jetzt automatisch dahin. Dass wir die Linie weiter nördlich etablieren, wenn wir den halten wollen. Das muss die Linie dann da drauf sein. Guck mal, ob du die vielleicht komplett nach vorne schieben kannst. Gelände. Ja, dann kriegen wir nämlich den Fluss noch. Das wäre natürlich ein Träumchen. Toulouse hätte ich natürlich auch super gern. Ich weiß nicht, ob sie das noch schaffen. Feuer Support. Die sind ja auch da gerade ne, ohne Orga drin. Verteidigen hier oder hier im Wald. Wir haben ja Gebirgsjäger. Eigentlich würde ich lieber da deffen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sehe, dass ich hier vorne die beiden Sektoren einnehmen kann. Das wäre mir lieber für die Gebirgsjägertruppe. Aber wir tauschen die gleich eh gegen Infanterie aus, sonst ist der Wald wahrscheinlich eh nicht so schlecht. Versuchen wir das mal. Okay. Go-Go-Truppe. Ah, die Avro Lancaster. So, wie sieht es hier unten aus? Habt ihr das jetzt ausgelöscht, das Ganze? Immer noch nicht? Einfach go, go und Mann. Ich muss das hier gleich auf jeden Fall neu sortieren.
Aber die geben ja schon ihr Bestes hier unten. Hilf halt da mal aus. Overrun, tot. Darf man nicht der Automatik überlassen. 17 Division, 18, 17, 18, 10. Panzer kommen auch massiv. Also einbuddeln wäre gut. Toulouse haben die erobert, ganz hervorragend. Dann ganz viele Truppen da reinbringen nach Toulouse. Ja, geh lieber hier rum. Darüber, go, go. Ich hoffe, ich kriege die Linie etabliert. Vielleicht sogar hier oben gleich noch. Da könnten wir zur Not auch aufladen und mal reinpunchen. So ein, zwei Sektoren kann man sich sicher auch mit Gewalt noch nehmen. Hat die an? Lauf mal da rein. Achso, das war ja so gewollt. Hinter dem Fluss sollten die. Jetzt geht das nicht mehr. So. Idioten aus. Von der Truppen nichts zu tun haben. Das gehört noch Spanien. Ist auch noch Deutsch, ja. Da muss auch mal jemand durch, unglücklicherweise. So, da scheint aber jetzt alles hier tot zu sein. Und dann. Ja, dann sind jetzt hier unten. Also allein hier sind ja über 50 Divisionen. Ich nehme mal an, der andere Knubbel war ähnlich, die Pocket da oben und da unten. Also vielleicht sind wir so 100 Divisionen vernichtet. Aber ich denke halt nicht, dass viel Einfluss hat, außer dass halt vielleicht manches Gerät bei dem jetzt einen Engpass hat. Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Den Punkt hätte ich ganz gerne. Das ist jetzt so eine kleine Lücke in der Defense. Oh, da sind welche auf dem Rückzug. Hier oben scheinen sie erfolgreich mich in die Flucht geschlagen zu haben, hauptsächlich wegen der Eisenbahn wahrscheinlich. Ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal hier neu designen. Aber die Truppen sind ja jetzt hier unten alle frei geworden. Also Not ziehe ich nochmal hier unten eine Linie. Ich muss nur wegen unserer Eisenbahn noch gucken, dass wir das hier erobern. Das ist ja Käse, dass wir die Eisenbahn gerade nicht durchfahren können. Aber ja, ich versuche dann hier die Linie auf jeden Fall gleich zu etablieren. Und ja, man sieht, was die haben, die Deutschen. Ich denke, dass das trotzdem eine erfolgreiche Kampagne war an der Stelle. Jetzt müssen wir mal gucken, hier vorne. Ja, als nächstes werde ich die Gebirgsjäger hier bringen, dann können wir mal gucken, ob wir hier auch so eine ähnliche Kampagne durchziehen, vielleicht bis zur Schweiz hier vorne eine Linie ziehen und dann eben hier rechts uns hier aufstellen, dann können wir hier wie so eine Lanze durchstoßen nach München. Das wäre so die Idee, aber natürlich nur mit der Landung kombiniert. Wie sehen die anderen Fronten aus? Die wurden wieder zurückgedrängt, die waren zwischendurch mal weiter vorne, aber Griechenland scheint wieder befreit zu werden. Ja, eigentlich ganz zufriedenstellend, glaube ich, alles. Die neuen Truppen sind auch fertig. Gerät und alles, Manpower stimmt. Könnten ein paar strategische Bomber herstellen, können wir die Bombe werfen. Von der modernen Artillerie fehlen nur noch 500 knapp. Wir stellen jetzt wie viel pro Woche her? Fast 200. Also, das ist jetzt in 3 Wochen gelöst. Und dann haben wir halt massiv Reserve, Medium Tanks. Wenn da so ein M-Name ist, sind das nicht Ami-Tanks? Wo habe ich die denn her? Egal. Frag mal nicht. Die Heavy SP-Artillerie, die wollten wir jetzt langsam umwandeln in die modernen SP-Artillerie. Das könnten wir auch mal so peu à peu in Angriff nehmen und die Templates müssen wir umbauen. Das machen wir aber, glaube ich, alles erst. Das Umwandeln, also Templates umbauen insgesamt, wenn wir die hier wieder stabilisiert haben, die Front. Mit dem Kampf, das ist immer eine blöde Sache. Und dann, dass wir die Truppen trainieren für die Aufgaben, die ich eben genannt habe. Und dann machen wir Go, Go, Go. Und ich gehe jetzt wieder essen.